kurz, weil ich eine Leserfrage bekommen habe, zeigen, wie man mit Surfshark auch Magenta TV sehen kann. Nachdem es nicht bei allen Servern geht, nämlich zum Beispiel bei dem Server aus Frankfurt soll es angeblich nicht gehen, werden wir das einfach überprüfen und mal schnell schauen. Das heißt, als erstes, wir versuchen uns jetzt mal zu verbinden, zum Beispiel eben zu diesem Server nach Frankfurt, wo es nicht gehen soll. Wir sind jetzt mit dem Server in Frankfurt verbunden und wir werden jetzt einfach hier mal ein Fernsehprogramm öffnen. Dazu kommt jetzt dieses extra Fenster. Ja. Und schauen wir mal, was hier passiert. So ein Live-TV. Na, schaut aber. Schaut aber ganz gut aus. Läuft. Das ist jetzt der. Sozusagen das ganz normale Fernsehen, das wir hier gesehen haben. Wir werden nochmal ein anderes Programm probieren. So, schalten wir mal um. Auch das geht. Also schaut mit Frankfurt ganz vernünftig aus. Jetzt werden wir mal die Verbindung trennen und nach Nürnberg uns verbinden. So, jetzt sind wir mit Nürnberg verbunden. Jetzt mal wieder starten. Geht auch. Auch da werden wir einmal umschalten. Nur um sicher zu gehen. Ja, schaut auch gut aus. Jetzt gehen wir mal Berlin. Also verbinden wir uns nach Deutschland-Berlin und probieren wir das Gleiche. Sieht man nur der Beginn sozusagen, wenn man gerade die Verbindung aufgebaut hat und bis die ersten Daten kommen, dauert ein bisschen, aber schauen wir mal, Berlin. Sieht auch gut aus. Probieren wir mal München. So, jetzt sind wir mit München verbunden. Jetzt habe ich da genau beim Laden der Seite sozusagen unterbrochen, darum muss ich das da refreshen. Nehmen wir mal irgendetwas anderes, zum Beispiel ProSieben. Wir sind jetzt mit München verbunden. So, dauert noch ein bisschen. Mal dazwischen mal einfach auf Neustarten gehen. Neustart nicht mehr möglich. Okay, also München schaut nicht sehr gut aus, dass das funktioniert. Probieren wir ein anderes Programm über München. Aber es sollten eigentlich, also wenn ein Programm, wenn es funktioniert, sollte es mit allen Programmen funktionieren. Ich möchte jetzt nur einen Test machen. Ja. Und da sieht man es. Es geht zum Beispiel eben auch mit München, ja. Also ich werde jetzt nochmal zurückgehen auf Programmübersicht. Wo waren wir vorhin? Wir waren da bei Pro7, bei Two and a Half Men. Genau. Und wir werden das jetzt mal starten. Ah, und es geht tipptopp. Also ich kann jetzt nachweisen, es geht mit Frankfurt, Nürnberg, Berlin und München. Es geht eigentlich mit allen vier Standorten. Wenn Sie hier Probleme habt, müsst ihr mir ein bisschen auch sagen, welches Gerät, dann kann ich das auch überprüfen. Ich bin jetzt gerade in Österreich, das heißt, ich könnte eigentlich ohne den VPN-Service das eben nicht sehen. Ich werde das jetzt mal schnell zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Verbinden trennen gehe, wird er diese Verbindung nicht sehr lange, also wird mir ein paar Daten schicken. Siehst du? Und jetzt kommt auch schon wahrscheinlich die Meldung, dass das eben nicht funktionieren wird, weil ich mich sozusagen ja. Schalten wir mal um, weil ich mich im Ausland aufhalte und in Deutschland Magenta TV, also in Österreich Magenta TV eigentlich nicht funktionieren kann.
Das heißt, ohne Surfshark würde es nicht gehen. Aber es würde mich interessieren, welche Geräte ihr verwendet, vielleicht welche DNS-Server dort eingestellt sind, welche Apps ihr verwendet, um das ein bisschen nachvollziehen zu können, dann kann ich gern helfen. Ja? Okay, bei Fragen bitte in den Kommentaren oder mich direkt kontaktieren über den Live-Chat oder gerne auch am Telefon, WhatsApp, Telegram. All diese Informationen findet ihr von meiner Seite. Kontaktiert mich bitte direkt und ich helfe euch auch direkt jederzeit. Ja? Vielen Dank und alles Gute. Servus.